Bei dem mistigen Wetter sitzt er im Baum und wartet auf Beute. Naja, so ein diesiger Sonntag, kalt, Schneeregen, da müsst doch mal wieder eine aus dem Boden wachsen. Die Konstruktion ist immer dieselbe. Fängt ganz banal an. Und dann geht es ganz schnell auf einmal und es entsteht so ein Gebilde. Und fertig ist er, der neue Waldriese. Das Beste, was aus Stücken werden kann. Ein gescheiter Waldriese. Wenn es so oben drauf schneit, dann sieht er noch schöner aus. So mit Schnee. Ein imposanter Rauhnacht-Waldriese. Aber so im Wetter, da jagt mir doch kein Hund vor die Türe. Da laufe ich da lang auf der hohen Straße, blick da runter. Sieht man, was für ein Wetter heute ist. Nasskalt. Schnee. Schneekrispel. Und keine Fernsicht. Stell mir mal vor, wenn ich da jetzt so lang laufe, wie das wohl gewesen ist in römischer Zeit. Die armen Römer in ihren Röcken. Das haben die an den Beinen gefroren. Die Kelten hatten es besser, die hatten schon Hosen. Und die Leute vorher in der Urzeit, die hatten auch noch Röcke. Ich habe erstmal kräftig die Hucke abgefroren. Da geht es uns heute besser. Ausstaffiert mit warmer Jacke und warmer Hose und warmen Schuhen. Vor 150 Jahren sind die Leute noch barfuß durch den Wald gelaufen. Beziehungsweise mit Lumpen umwickelten Füßen. Weil Schuhwerk konnten sich gar nicht leisten, war viel zu teuer. Da unten ist der Hof, der aussieht der Hof, der zu Schorschehausen gehört. Da hinten ist ein Strossberg, aber den sieht man gar nicht im Schneekriesel. Und da ist die hohe Straße. Na, die Leute mir sagen, die gute alte Zeit. Das war viel, viel härter, die Zeit damals. Trotzdem, trotz aller Widrigkeiten, ist es draußen immer am schönsten. Ruhe, frische Luft, Bewegung. Viel besser als Sofa-Surfing. Und da kann man zum Abschluss nochmal die Spuren sehen, die so ein Nager hinterlassen kann am Baum. Überall sieht man seine Spuren. Jetzt sieht man auch mal, was er überhaupt vorhat. Er will das hier vorne zu machen. Damit sich das Wasser da noch mehr hochstaut. Schon ein Ding, ne? Wenn man das so sieht. Wie er die Bäume einfach annagt. Und so werden dann aus Bächen richtige Seen.